Kapitel 2, der lange Marsch, 2 Tage später auf den öden Ebenen des Brachlands. Ha! Ist doch das Brachland. Dieses Land ist wild und wunderschön, wie die ursprüngliche Heimat meines Volkes. Wir Tauren haben seit jeher großen Respekt vor den Schöpfungen der Erdenmutter. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in diesen Ebenen zu leben. Junger Kriegshäuptling. Vielleicht, aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Kern. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Kern, die Kodos sind schwer beladen und müssen sich ausruhen. Bleibt ihr ruhig hier und beschützt die Karawane, während wir eine geeignete Oase suchen. Ha! Mich müsst ihr nicht bemuttern, Jüngelchen. Ich mag alt sein, aber hilflos bin ich nicht. Ja. Führt die Karawane zur ersten Oase. Ondabu. Für die Ehre. Achso, er folgt mir. Ondabu. Für die Ehre. Verteidigungsstellung einnehmen, Lokta Oga. Niemand stellt sich uns in den Weg. Eure Zeit ist gekommen. Und dann denkt man wird seine Truppen mitnehmen in die nächste Mission. Was ist? Nix. Haltet die Formation. Beschützt die Sind sogar Truppen verschwunden. Niemand wird überleben. Für die Ehre. Die Tauren sind keine wehrlose Beute. Loknarash! Für Schicksalshammer! Eure Zeit ist gekommen. Ja. Ach nee, die Mana kann ich mir sparen. Ondabu. Ja. Ondabu. Ja. Loknarash! Ondabu. Niemand wird überleben. Was soll die Zentauren sind zurück? Wir werden angegriffen. Ihr seid doch nicht hilflos, dann tut Für was. Die Ehre. Ja. Niemand wird überleben. Die Frage, ob das Game gut ist, ist schwierig. Der Multiplayer ist noch total im Eimer. Singleplayer, würde ich sagen, ist es genauso wie Warcraft 3 früher, nur halt die Ehre. In schöner. Ja. Ondabu. Deshalb, also wenn man Warcraft 3 kauft, Reforged für Multiplayer, lieber im Moment nicht. Wenn du die Kampagne gerne nochmal erleben willst und durchspielen, ja, würde ich sagen, kann man Warcraft 3 Reforged schon sich besorgen. Aber und Multiplayer Dabu. Wird wahrscheinlich erst in zwei... Die Marodeure greifen ja, wenn sie... An. Sagen wir, 1-2 Monate werden sie noch brauchen, um da die Probleme zu fixen. Für die Ehre. Ja. Vor allem, weil es gibt ja keine Rangliste oder sonst irgendwas. Für die Ehre. Und es gibt auch Abbrüche ohne ja. Grund im Multiplayer und so weiter und so fort. Niemand wird überleben. Aber so Bugs in der Kampagne sind mir halt keine aufgefallen. Aber sie haben halt auch nichts verbessert von früher. In der Form von Wegfindungen und all solche Geschichten. Danke fürs Prime-Abo. Ja.
Für die Ehre. Males. Ondabu. Aber was wäre so mein Feedback dazu? Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Tests sagen. Ondabu. Für vom K-Krieger. Ihr gehört zum Kriegshymnen-Clan, richtig? Jawohl, Kriegshäuptling. Höllschrei hat unseren Trupp ausgeschickt, um euch zu suchen. Aber wir wurden beim Angriff der Pferdemenschen getrennt. Macht euch keine Sorgen. Wir werden euren Trupp finden. Trinkt erst einmal aus dem Teich. Die Geister dieses Ortes werden euch wieder stärken. Haltet die Formation! Beschützt die Kodos! Niemand wird überleben. Eure Zeit ist gekommen. Für Schicksalshammer! Ondabu. Ja. Für die Ehre. Nee, links lang. Teilweise wurden auch Karten verändert und Ondabu. Überarbeitet. Also, dass die anders aufgebaut sind als früher. Also, man kann halt wahrscheinlich mit dem Wissen von Warcraft 3, du hast gerade Warcraft 3 normal durchgespielt, alle Karten einfach im FF durchgehen. Und es gab auch, glaube ich, neue Missionen, aber nicht viel. Strategiespiel, auf die ich mich 2020 freue. Ja. Also Total War Hammer, Total War sag ich schon, Total War Troja natürlich, weil Total War Spiele, komischerweise, habe ich einfach alle. Ondabu. Lustigerweise ist im Moment das Einzige, was mir gerade im Kopf ist. Eure Zeit ist gekommen. Iron Harvest wäre natürlich noch ganz interessant. Wenn es wirklich dann dieses Jahr, falls es überhaupt geplant ist, dass es dieses Jahr rauskommt, ich habe da gar keinen Überblick. Niemand wird überleben. Knights of Honor 2. Die Startsachen und was ich auf der Gamescom sehen durfte, hinter verschlossenen Türen, ist, es ist halt ein sich eins in etwas schöner. Eure deshalb mal Zeit gucken. Ist gekommen. Etwas schön, das war ja untertrieben, aber es könnte gut eure werden, könnte Zeit aber auch einfach untergehen, wegen der Konkurrenz inzwischen auf dem Markt. Es gibt einfach zu viele Spiele, die haben sich da inzwischen über die Jahre etabliert. Ondabu. Ich habe auch noch Knights of Honor für die Ehre. Hier rumstehen, noch schön gekauft damals in der Eurobox. Für die Ehre. Ja. Und aber wenn sie es schaffen, sag ich mal, das Alte einfach zu portieren und für die Ehre. Und das als zwei verkaufen und sagen letztendlich, okay, wir machen aber auch viele Verbesserungen noch rein, dann könnte das wirklich erfolgreich sein. Für Schicksalshammer. Haltet die Formation. Beschützt die Kodos. Ondabu. Die können gerne mal die Lizenz von Lord of the Realms nehmen und das neu machen. Niemand wird überleben. Dann haben wir nämlich fast alle Spiele meiner Kindheit remastered, die ich viel gespielt habe. Niemand wird überleben. Das erste war gut, aber nicht erfolgreich und vor allem auch sehr unhandlich fand ich in der Bedienung damals. Für aber man wird halt sehen. Ich prognostiziere da noch nichts. Eure Zeit ist gekommen. Lock
Ja. Für Schicksalshammer. Für die Ehre. Lokta, Kriegshäuptling. Wie können wir euch dienen? Ja, Häuptling. Fuck! Ja. Hallo? Wir brauchen mehr Gold. Für die Ehre. Braucht ihr was? Ja. Für die Ehre. Und Iron Harvest soll 1. September 2020 released Haltet werden. Haltet die Formation. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Beschützt die Kodos. Wart auf euren Befehl. Für die Ehre. Kämpfe da hinten wieder. Braucht ihr was? Ondabu. Ja. Eure Zeit ist gekommen. Ihr Schicksalshammer. Kein Problem. Für Wart die Ehre. Auf euren Befehl. Braucht ihr was? Ja. Ja, Häuptling. Ondabu. Wart auf euren Befehl. Für die Ehre. Man muss sich bei den Wolfsreitern das manuell anklicken. Und die Untoten, Grabwächter, wie die heißen, die machen das automatisch. Kommt, Schwestern. Schon zu lange haben wir kein Fremdlingsfleisch mehr gekostet. Davon würde ich abraten, meine Damen. Wenn meine Wolfsreiter euch am Boden haben, seid ihr uns ausgeliefert. Nein, Unsinn! Locknader, auf ihr was? Für die Ehre. Ja. Ja, Häuptling. Für die Wart Ehre. Auf euren Befehl. Ondabu. Braucht ihr was? Für die Ehre. Ondabu. Ah, endlich die Oase. Ah, Kriegshymnenkatapulte. Die könnten uns nützlich sein. Ja, Häuptling. Wart auf euren Befehl. Für die Ehre. Haltet die Formation. Beschützt die Kodos. Für die Ehre. Ja, Häuptling. Und ihr darf mal knubbeln, ey. Ups. Ondabu. Wart auf euren Befehl. Ja, Häuptling. Für Wart die auf Ehre. Euren Befehl. Ja. Wenigstens quietschen bei den Orks nicht die Belagerungsgeräte. Braucht ihr was? Die wissen halt noch, wie man richtig Handwerk hat. Für die Ehre. Wart auf euren Befehl. Ja, Häuptling. Ja. Braucht ihr was? Für die Ehre. Kein Problem. Eure Zeit ist gekommen. Haltet die Formation. Beschützt die Kodos. Ja. Wart auf euren Befehl. Das schafft ihr ja. Und da. Braucht ihr was?
Auf euren Befehl. Für die Ehre. Warte auf euren Befehl. Dieser Raum befindet sich im Unique Shadmos und die Nachricht, die sie senden wollen, ist nicht eindeutig. Ja, hört sich doch gut an, ey. Warte auf euren Befehl. Ondamu. Dieser Pass führt direkt nach Malgor. Aber ich befürchte, die Karawane wird eingeholt, ehe sie die andere Seite erreicht. Haltet die Formation! Beschützt die Kodos! Höher! Da ist die Meldung, damit man nicht mehrfach dieselbe Nachricht schickt. Aber manchmal macht das Probleme. Aber eigentlich ist das das erste Mal, dass wir mitkriegen, dass da irgendwas nicht funktionieren sollte. Warte auf euren Befehl. Ja, Häuptling. Und Dabu. Für die Ehre. Ich weiß genau, dass da oben noch was sein muss. Für die Ehre. Braucht ihr was? Ja. Wenn man einfach nur guten Tag sagt. Ja. Ja, wurde halt häufiger schon geschrieben. Und da wo? Keine Ahnung. Endlich die Oase. Jedenfalls scheint die Einstellung nicht einfach so drin zu sein. Weil ich habe gerade mal geguckt hier im Chat so, bei diesen Rädchen in Twitch. Haltet die Formation. Da ist das schon mal nicht eingetragen. Also muss das irgendwo anders in den Optionen sein. Muss ich mal später gucken. Die Karawane wird es niemals rechtzeitig schaffen. Möge der Zorn der Erdenmutter diese elenden Schufte strafen. Düpp, sofort alle tot. Die werden uns nicht mehr behelligen. Und ihr, junger Kriegshäuptling, könnt eure Suche fortsetzen. Nach dem Orakel, was ist es genau? Es heißt, das Orakel sah, wie die Erdenmutter die Schicksalsfäden wob. Es allein kann euch euer Schicksal zeigen. Wo kann ich es finden? Weit im Norden, im Schatten des Berges Hyal, liegt der Steinkrallengipfel. Ihr findet das Orakel in der Gipfelhöhle. Ich gebe euch meine besten Kodos mit auf den Weg. Ab Dank, Herrn. Ich werde euch nicht vergessen. Geht mit Ehre, junger Kriegshäuptling. Möge die Erdenmutter euch wohlgesonnen sein. Danke dir. Bäume hat 100 Zentauren getötet und hat wahrscheinlich nicht mal einen Balken in seinem Level abbekommen. Auf seiner EP-Leiste.